Besiege den Kairan in seinem Lager und damit auch herzlich willkommen bei Let's Play The Witcher 2. Und es freut mich natürlich sehr, dass du eingeschaltet hast, aber wir gehen gerade voll den falschen Weg. Wir müssen nämlich wieder hoch und dann geht es nämlich zu dem Monster, das ja Flotsam Tage und Nächte angegriffen hat. Und als Hilfe haben wir noch eine Sheena, um genau zu sein. Oder auch genau zu sein, Sheana, die uns hilft dabei. Und da unten findet gleich unser Gefecht statt. Schade, dass eigentlich nicht Triss dabei ist. Unsere geliebte Freundin, Triss Merigold, die ja sich eigentlich auch sehr gut auskennt mit Zauberei. Und ich bin gespannt, wie groß das Monster eigentlich ist und wie krass jetzt dieses Gefecht hier sein wird. Gott! Ach du Scheiße. Das kann was werden. Kairan. Ach du Scheiße. Oh Backe. Gift. Oh mein Gott, das sieht ja aus wie so ein Anus. Okay. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Erwin, okay, stopp. Erwin. Wo ist der Skill? Shit. Ah, ich glaube, ich hab's. Autsch, das war Gift. Nein. Shit. Oh Gott. Okay, dann greif mich mal an. Autsch. Fang ihn selber mit dem Erden. Ah, ich glaube, das hat geklappt. Und jetzt auf die Greifer. Verfluchte Biester. Nixer. Oh mein Gott. Er ist wütend. Pass auf. Nein. Oh, Scheiße. Boah, der ist ja hammerstark. Na, ob das gut wird? Ich hoffe, wir schaffen es irgendwie. Und nochmal. Dann greif mich mal an. Jetzt. Ich glaube, ich habe den Dreh langsam raus. Boah. Du fettes Monster. Stinkt hier. Du meckes Monster, du. McDonalds-fähig. Ach du Scheiße. Fuck. Jetzt geht noch mehr kaputt. Das ist nicht gut. Okay, hier kannst du mich nochmal am besten angreifen. Na los! Wo ist der Melek? Hier ist der Melek. Und ausgewichen. Haha. Bam! Oh nein, jetzt rastet der bestimmt aus. Nein. Bleib ruhig. Oh fuck. Der will's wirklich wissen, der fette Freund hier. Ach du Scheiße. Okay. Nein. Drauf da. Du Drecksviech. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Was war das? Besiegt? Ach du Scheiße. Komm, ich muss irgendwie drauf.
Alter Falter. Ich muss irgendwie drauf, ich muss drauf. Fuck. Ich habe mich wohl zu früh gefreut. Schnell durch. Shit. Komm schon. Geschafft. Kein schlechter Kampf. Geralt, ist dir auch nichts geschehen? Es war schwierig. Wobei, eigentlich ist ja alles in Ordnung. Mir ist nichts geschehen. Ich habe viel Kraft verbraucht. Wenn ich dir noch hätte helfen müssen. Ich kann mir selbst helfen. Eine Zauberin ist besorgt um mich. Soll ich mich da fürchten? Ja, ja. Alle Hexer mimen den harten Kerl. Na, ganz toll. Ich verstelle mich ja nicht und so ist es auch mit meinem Kanal. Was mir auch eigentlich bei vielen fehlt. Aber das nur mal nebenbei. Jeder Kampf bedeutet Narben und blaue Flecke. Härte erreicht man durch Kampferfahrung. Du redest ja wie ein alter Mann. Dein Haar ist zwar weiß, aber dein Blut strömt dir doch noch rasch durch die Adern. Hast du irgendwelche Pläne mit mir? Vorläufig habe ich nur Pläne mit dem Kairan. Dann also auf Wiedersehen. Vergiss die Belohnung nicht. Keine Bange. Das ist natürlich das Wichtigste. Und was macht sie? Wir könnten ja auch noch was untersuchen hier, oder? Wie krass war der Kampf bitte? Und die Szenen, als wir dann auf diesen Kairan springen mussten. Das war ja krass. Oh, Kairan-Gewebe. Alles aufnehmen. Natürlich einmal kurz I drücken für Inventar. Und da haben wir bestimmt auch noch die Trophäe, ne? Plus 50 Vitalität. Könnten wir theoretisch auch machen, aber Vitalität nehme ich noch nicht, weil wir dafür eigentlich schon genug freigeschaltet haben. Aber dafür haben wir einen Quest nicht gemacht, Kairan, Schattenbeinwurz. Leider Gottes. Okay, und was macht sie? Hol dir den Lohn für die Tötung des Kairans. Ja, muss ich auch noch machen. Machen wir uns besser an die Arbeit. Ja, das würde ich auch mal sagen. Ich glaube, meine Mission ist hier erfüllt, oder? So, einmal natürlich hier kurz nochmal auf Igni stellen. Auf Feuer, ne? Genau, weil Feuer ist eines meiner Lieblingsattacken hier von dem Hexer Geralt. Und ja, wie oder was gefällt euch eigentlich bei The Witcher am meisten? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, würde mich gerne mal interessieren. Weil es gibt ja immer verschiedene Beweggründe und Motivationen eigentlich, warum euch gerade dieses Spiel so inspiriert zu spielen. Und bei mir ist es eher eben... Das Spiel ist halt nicht wirklich monoton, auch wenn man hier irgendwelche Monster besiegen muss oder so. Und das gefällt mir natürlich am meisten hier in diesem wunderschönen Spiel in der Haut von Geralt, der Hexer, der ja auch nicht zeugen kann. Ihr wisst das ja bestimmt. Der hat ganz schön viele Frauen schon hinter sich, aber das war ja bei Triss genauso. Triss ist ja auch eine, die eigentlich mit vielen Männern schläft, um an bestimmte wichtige Informationen zu kommen. Das ist ein bisschen blöd als Paar jetzt, weil Geralt und Triss sind ja eigentlich zusammen. Eigentlich. Und dann passiert sowas. Oh Mann, aber was für eine geile Grafik, oder? Ich liebe es einfach nur. Ja, und die Story und die Dialoge sind auch schon auf jeden Fall sehr bemerkenswert und gut dargestellt. Da kann ich auf jeden Fall nicht wirklich meckern. Außer die Bugs natürlich, aber die haben sich auf jeden Fall viel Mühe gegeben, CD Projekt Red. Da hatte ich mich nämlich mit einem, ja, Programmierer von den Entwicklern nämlich mal unterhalten, was die Bugs angeht. Und da haben sie auf jeden Fall was verbessert. Und was ich auch noch gut finde, ist, dass das Spiel nicht indiziert wurde, weil man kann hier in dem Spiel so Gliederteile quasi abschneiden, also Gliedermaße können abgetrennt werden und so weiter und so fort. Pipapo, ihr kennt es sicherlich. Und jetzt sind wir gleich wieder im Dorf Flotsam, wo uns natürlich unsere Freunde wahrscheinlich fragen werden, wie der Kampf gegen den Kairan war. Ich finde das Ghetto-Leben ziemlich krass eigentlich hier in Flotsam. Dass die Wachen vor allem nur so perverse Gedanken haben und so. Ich denke, in unserer Gesellschaft ist das vielleicht sogar auch so. Übertreiben wir es jetzt nicht, aber...
Ich finde, in einigen Bereichen ist das so, ne? Weil, wenn ich mal zum Beispiel mit meiner Freundin oder so irgendwie mal essen gehe oder sowas, oder mal shoppen gehe, denn ihr kennt ja Frauen, die sind ja ein bisschen sehr auf Shoppen, dann habe ich das Problem, dass da viele Männer, wenn wir irgendwo in der Cafeteria oder so sitzen, auf meine Freundin gucken. Hängt vielleicht auch davon ab, weil sie so hübsch ist, aber es ist oft der Fall und das finde ich dann irgendwie ein bisschen krass. Also ein bisschen könnte man sich schon irgendwie benehmen, finde ich. Ich habe den Auftrag ausgeführt. Der Kairan ist tot. Gut gemacht. Hier ist dein Lohn. Eine Frage des Preises. Ich weiß zwar nicht, wie viel wir bekommen haben. Wie steht's denn mit der Gastfreundschaft des Herrn Kommandanten? Leute wie er können uns helfen. Oder in Ketten werfen und Strom abwärts schicken. Er sagte mir, dass auf einer Barke Skoyatel festgehalten werden. Hat er auch gesagt, dass sie dort Kiaran Eb Esmillen, die rechte Hand Jorvets, gefangen halten? Nein. Statten wir ihm einen Besuch ab? Vielleicht weiß er etwas über den Königsmörder. Komm. Das ist eine gute Idee. Geh zum Gefängnisschiff, Folge Triss. Aha, die rechte Hand von Jorvet. Und ihr wisst ja vielleicht, wer Jorvet ist. Meister, Jorvet, der Plünderer, der Elf, die Schätze des der Anführer des Skoyatel. Und Skoyatel wisst ihr bestimmt auch. Die Anderlinge. Oh, Backe, der tiefe Hass von Jorvet ist bis hierhin sogar zu riechen. Okay. Das war jetzt falsch. Wir müssen ja irgendwie durch jetzt. Was wollt ihr hier? Mit dem verwundeten Gefangenen sprechen. Ich darf keinen reinlassen. Ich erfülle einen Auftrag von Kommandant Loredo. Tja, er soll sich mit dir geeinigt haben, aber... Geh mir aus dem Weg. Aus dem kriegt ihr eh nichts mehr raus. Dekrepiert. Das meint ihr bestimmt, ihr behinderten Wachen. Wobei, das sind ja eher Wärter. So richtige... Apfelschweinepriester. Halt endlich die Schnauze da unten! Was? Der Fieberkranke schläft. Wach auf, du Arsch! Wirst noch früh genug ewig schlafen. Die Schnepfe ist ja ganz nass. Hey, Schnepfe! Wirst du bei meinem Anblick feucht? Den haben sie ja zugerichtet. Er hat etwa ein Dutzend Brüche. Ich brauche deine Hilfe. Was soll ich tun? Der Zauber ist sehr schmerzhaft. Wenn er sich sträubt, könnte ich ihn töten. Dann stelle ich ihn mit dem Axi-Zeichen ruhig. Genau. Versuchen wir es. Mach dich bereit, Schnepfe, bald steigen. Axi, 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 da ist es doch. Dann mach mal. Beruhige den Verwundeten mit dem Axi-Zeichen. Okay. Scheiße, was soll denn das? Kein Gefummel mit dem Schwert, ist das klar? Oha, was geht bei euch ab? Chillt mal. Und Magie ist angesagt. Das wird nichts. Da kannst du lange warten, du Hurensohn. Ich bin kein Verräter. Er fantasiert. Fahrt gern. Wo bin ich? Auf der Gefängnisbarke in Flotsam. Auf der Barke der Verdammten. Dann ist es aus mit mir. Oh mein Gott. Also ich will ja jetzt nicht sagen, jeder Elf oder jeder der Skoyatel sind Schuldige. Aber die meisten schon leider. Die können sich ja finanziell auch nicht unbedingt alles absichern. Und daher gehen die auch... viel auf die Mitbürger hier in Flotsam los, um etwas zu klauen und so weiter und so fort. Wir kämpfen gegen Loredo, so wie du. Wir könnten ihn jetzt anlügen, aber das mache ich nicht. Ich frage, wie haben sie dich gefangen? Wie konnten Loredos Soldaten Jorvets Stellvertreter erwischen? Die hätten mich nie erwischt, wenn ich nicht verraten worden wäre. Was zum Teufel? Bei den Skoyatel versteckt sich ein Hexer. Davon weiß er vielleicht was. Da ist ein Hexer in Jorvets Abteilung. Und wie jeder Deune hat er sich schließlich als Abschaum erwiesen. Was ist geschehen? Er hat uns verraten.
Wir haben uns getroffen, wo die Rosen der Erinnerung wachsen. Er hat mir eine Abmachung vorgeschlagen. Ich hätte es wissen müssen. Rosen der Erinnerung? Ja, die letzten. Er dachte, für das Kommando über die Truppe würde ich den eigenen Bruder verraten. Da lag er falsch. Und es kam zum Kampf. So etwas habe ich noch nie gesehen. Kein Mensch kann sich so schnell bewegen. Ein Massaker. Ich war der Erste, der zu Boden ging, deswegen lebe ich noch. Ich wäre verblutet, hätten Loredos Männer mich nicht gefunden. Leto wird Jorvet töten. Und dann zerfällt alles. Viele Opfer, so viel Leid und alles umsonst. Oh mein Gott, Leto hat Foltest getötet? Leto ist der Königsmörder? Ja. Oh mein Gott, okay, das genügt uns eigentlich. Und ich finde, wir sollten uns langsam mit den Skoyatel irgendwie leicht verbinden, finde ich. Weil diese scheinen ja wohl auch irgendwie verarscht zu werden. Und ihr wisst ja vielleicht, dass Geralt von Riva nicht unbedingt der Typ ist, der unbedingt Streitigkeiten eigentlich anfangen möchte. Aber wenn es dann dazu kommt, dass er dann voll auf die Nase haut. Also wenn schon, denn schon. Aber das genügt uns eigentlich als Pläne. Wobei wir könnten jetzt auch Jorvet fragen. Aber der sucht bestimmt auch diesen Hexer, oder? Was will Jorvet? Warum gerade Flotsam? Fick doch deine Faust. Ja, man könnte jetzt sagen, ich bin auf eurer Seite. Du musst es mir sagen. Ich bin auf eurer Seite. Wenn das so ist, Flotsam ist erst der Anfang. Wir sind keine Banditen. Wir kämpfen um die Freiheit. Wenn die Zeit gekommen ist, nimmt Jorvet die Herausforderung an und wir ziehen aus dem Wald in die Schlacht. In welche Schlacht? Das hat er nicht gesagt. In dem Fall erfahre ich es von Jorvet persönlich. Das will ich sehen. Oh, Backe. Ja, das genügt uns eigentlich. Das will also Jorvet. Ich sag ja, das sind so eher so Leute, die eben die Freiheit irgendwie versuchen zu wollen, aber gleichzeitig auch plündern und so. Das heißt, hier ist schon ein paradoxisches Verhalten, also ein widersprüchliches Verhalten, um genau zu sein, was ich irgendwie schlimm finde. Aber das scheint irgendwie genug zu sein für uns. Wir haben, was wir wollten. Und jetzt? Jorvet. Und wenn Jorvet es schon weiß? Dann erinnere ich ihn an das alte Sprichwort, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Warne ihn, Gwynblade. Jorvet kämpft, weil er das am besten kann. Er ist ein Enseide, ein echter, freier Enseide. Einer der Letzten. Dieser Kampf hat einen Sinn, jetzt mehr denn je. Es gibt noch Hoffnung. Wovon redest du, Kiara? Was für Hoffnung? Auf Veränderung. Auf ein besseres Morgen. Ich werde es nicht mehr erleben. Sie bringen mich auf diese Barke und dann gehe ich hin, wo die Apfelbäume blühen. Aber ihr müsst Jorvet warnen. Oh Gott. Geralt, ist dir nichts geschehen? Ich war auf der Malusinsel, in den Nebeln, nach dem Pogrom in Riva. Ciri hat Yennefer und mich dorthin gebracht. Dann haben diese gespenstischen Reiter Yen entführt und ich habe sie verfolgt. Aber... Triss, es ist wichtig. Ich spüre, dass alles zusammenhängt. Als mich die Hexer vor einem halben Jahr halbtot bei Kaer Morhen fanden, hatten mich diese Reiter gejagt.
Sie haben mich auch in der Vorstadt verfolgt und in Vysima, als ich den Großmeister getötet hatte. Nun weiß ich, dass das kein Zufall war. Kiaran sagt, dass hier die Rosen der Erinnerung wachsen. Cedric hat sie auch erwähnt, wenn das stimmt. Momentan sollte ich Jorvet im Walde suchen und keine Blumen. Könnte ich dir dein Gedächtnis zurückgeben? Was? Wirklich? Es sieht ganz so aus. Was auch immer deine Erinnerungen blockiert, es wird schwächer. Mit einem einzigen Blütenblatt einer Rose der Erinnerung könnte ich die Barriere vermutlich sprengen. Diese Blumen sind sehr mächtig. Dann muss Jorvet warten. Soll ich mitkommen? Das wäre natürlich sehr lieb, wenn wir Triss an unserer Seite haben. Das würde mich freuen. Dann brechen wir auf. Cedric erwähnte ein paar alte Elfenbauten beim Wasserfall im Wald. Lass uns dort anfangen. Bring uns hin. Wie cool ist das denn bitte? Die Königsmörder. Der Fieberkranke schläft. Wach auf, du Aas. Wirst noch früh genug ewig schlafen. Die Schnepfe ist ja ganz nass. Hey, Schnepfe! Wirst du bei meinem Anblick feucht? Mach dich bereit, Schnepfe. Bald steigen wir zu dir runter. Oh mein Gott. Also die Wachen, sag ich, ja. Die sind ziemlich notgeil, also die haben auch nichts Besseres zu tun. Und wir sehen uns vielleicht bei einer nächsten Episode wieder. Das war ja mal wieder richtig krass, oder? Hat eigentlich ganz Spaß gemacht und vor allem den Stellvertreter kennengelernt, der ja eigentlich sogar lieb ist.